einen wundervollen guten Nachmittag. Hallöchen und willkommen zu einer Reaktion, die seinesgleichen sucht, denn ich werde heute probieren, zu so wenig Spielen wie möglich etwas inhaltlich Hochwertiges alleine beizutragen. Die Indie World, 17.04., ursprünglich vermutet im März, jetzt im April, damit bin ich auch vollkommen in Ordnung. Hallöchen an alle, die potenziell schon hier sein mögen, sowie Nam, Abdel, Spezi. Ihr müsst mir nur kurz Bescheid geben, ob ich die Musik zu laut eingestellt habe. Denn die ist so groovy, das ist gerade We Party You Musik. Jeder liebt We Party You Musik. Ich habe mir jetzt einfach mal gespart, irgendwie Hollow Knight Silk Song oder so irgendwie hier reinzuschreiben, weil, weiß nicht, ich habe nachgedacht, ich muss ja irgendwie die Fläche rechts auf dem Thumbnail füllen, aber ich habe es jetzt einfach mal bleiben gelassen. Moin Sebo, moin Genetivi, moin Guru, moin Keystorm, moin My Channel, hallo. Willkommen. Es sind 35 Minuten vergangen, tatsächlich. Ich lasse mich überraschen, ich werde immer wärmer mit den Indie-Worlds, muss ich zugeben. Ich gehörte ganz am Anfang, als die noch Nindies hießen, habe ich mir die nie angeschaut. Weil die aber auch immer irgendwie so unscheinbar beworben wurden, hatte ich den Eindruck. Aber generell, das war dann noch in der Ära, wo noch die Wii U war und da hatte ich die Switch noch nicht. Und ich hatte einfach keine Konsole, auf denen die Sachen eh überhaupt rauskamen. Aber jetzt passt das, glaube ich. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, dass ich bei der letzten Indie World, die war November? Fragezeichen, wann war die? Müsste ein halbes Jahr ungefähr her gewesen sein. Ich kann ja einfach nachgucken, ne? Ich habe ja auch darauf reagiert. Auf jeden Fall, ich habe irgendein Spiel in der engeren Auswahl gehabt und ich weiß nicht mehr welches, weil ich ein Gedächtnis eines Fisches habe. Wann war das denn? Nee, da habe ich doch nicht drauf reagiert scheinbar. Aber ich habe die mir angeguckt. Ich habe zuletzt zur Pokémon Presents eine Reaction gemacht und zur Nintendo Direct Partner Showcase vom Februar. Die infamose. Nee, dann habe ich doch auf die letzte Indie World scheinbar nicht reagiert oder ich habe es aus irgendeinem Grund auf nicht gelistet, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, warum ich das getan haben sollte. Das ist auf Ballando, wobei ich auch da nicht mehr wüsste, warum das der Fall gewesen sein sollte, weil ich die ganzen anderen Präsentationen ja auch auf Silber gestreamt habe, aber egal. So. Moin Marvin, moin Malte, moin Sim. Shantae Advance, stimmt. Das könnte es. Also ihr müsst mich so ein bisschen leiten heute. Das ist eine geteilte Reaction sozusagen. Ich muss mit auf euch eingehen, weil ich bin einfach, ich bin interessiert, aber ich bin unwissend. Versteht ihr das Problem? Wir machen auch gleich schön in Fullscreen, ne? Das ist hier nur mit mir. Die haben aber eine kluge Sache gemacht. Die haben alle Chat-Funktionen und alles haben die ausgemacht. Das ist ziemlich intelligent von Nintendo. Ich weiß gar nicht, seht ihr meine Maus hier? Solltet ihr? Ihr seht sie nicht! Oh mein Gott. Okay, Moment, das haben wir gleich. Es ist noch keine Katastrophe passiert. Bop. Da hat es kurz geblinkt. Jetzt seht ihr die Maus. Episch. Ach, und wir machen hier natürlich unseren guten alten Lifehack. Nintendo möchte sicher gehen, dass keiner spekuliert, dass eine Nintendo Direct kommen könnte. Das passiert sowieso. Es passiert fast jeden Monat. Nur, dass das diesmal noch länger anhielt, weil es im Februar halt nicht die reguläre gab. Und jetzt gab es im April auch nicht die reguläre. Das bedeutet, es wird wild. Und ich habe Angst vor dem, was kommen könnte. Gibt es denn famose Vermutungen abseits der üblichen Namen? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre das jetzt etwas, wo wir was zu Monkey Ball hören könnten? Weil Monkey Ball war in der letzten Partner Showcase. Monkey Ball ist ja aber nicht Indie, ne? Sorry für die dumme Frage, ich weiß, dass Sega dahinter ist und so, aber hier Tetris, wie heißt das? Oh Gott, das VR-Tetris, Tetris-Effekt, heißt das so? Es tut mir leid. das ist ja auch technically Indie gewesen, obwohl halt Tetris hinter ist. Deswegen weiß ich nicht, ob wir dazu was zu sehen könnten. Da ist ein guter Charakter rechts in der Mitte, true. Ich bin auch großer Fan hier von dem Äffchen. Moin, Erik. Monkey Ball ist von Sega, genau. Aber wird das auch in-house entwickelt? MK9 ist wahrscheinlich als Silksong. Das wäre der absolute Flash, oder? Wenn die einfach sagen, ja, MK9 wird jetzt von einem Indie-Team entwickelt. Besser geht's eigentlich gar nicht.
denke schon. Lass mal schauen. Super Monkey Ball. Wie heißt denn das neueste? Banana Rumble, ne? Weiß man da schon irgendwas zum Entwickler? Das wird entwickelt von Ryuga Gotoku. Leider noch nie gehört. Sind die Indie? Nee, das ist Teil von Sega, okay. Das ist Teil vom Sega CS Research and Development Number 1. Die Charaktere sind in deren und Sega Games. Ja, dann hören wir dazu leider nichts. Aber wir haben ja auch schon unser Video hier unten. Wollen wir uns das einfach schnell angucken, so zur Überbrückung? Hier einmal reinschielen. Weil warum nicht? To keep it safe. That relic is the legendary banana. Many oh mein Gott. This geht ja nur eine Minute, ne? Evil, ich glaube, viel erfährt man hier nicht. Ich bin ja mehr Gameplay interessiert. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein riesen Story-Mann. Aber ich glaube, das ist nur ein Showcase. Sozusagen. Aber ich bin gewillt, mir das mal zu holen. Ich muss budgettechnisch natürlich immer gucken, aber vielleicht schiele ich da mal rein. Wenn es eine Demo-Version gibt, auf alle Fälle. Balladro für Switch. Das gibt's aber schon, oder? Das ist schon verfügbar, glaube ich. Ja gut, das oh mein Gott, Vorbesteller-Bonus. Alter, Sega, bring doch einfach mal regulären Videospiel raus. Das kann doch nicht so schwer sein. Gott, ich hasse diese Firma. Oder nicht hassen, aber ich finde, das ist einfach so überflüssig kompliziert. Die müssen irgendwie an alles. Alles muss irgendwie vollgestopft werden mit 30 Versionen. Bringt doch einfach ein Videospiel raus. Level 5 ist nicht ganz Indie. Dab, dab, dab. Ist Theotica 2 ein Indie-Game? Das musst du PC Games fragen. Dab, 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 dab. MK9 vom Team hinter Garfield Kart. Ey, ich hab das Spiel immer noch eingeschweißt, ne? Ich hab den Code noch nicht redeemed. Ich hoffe, der läuft nicht ab irgendwann. Nee, also ich denke mal, für euch alle im Chat brauche ich das nicht sagen, aber für Leute, die hier irgendwie später drauf stolpern oder sonst was, seid gnädig mit dem, was angekündigt wird. Ich weiß, dass Indie-Sachen tendenziell, man kann sagen leider oder vielleicht auch nicht, aber tendenziell weniger im Rampenlicht stehen für viele Leute. So die Einschaltquoten sind jetzt nicht so hoch wie bei einer Direct Partner Showcase überhaupt. Aber seid lieb und seid fair. Das sind keine AAA-Titel, weil es keine AAA-Titel sein sollen. Zumindest in 10% der Fälle sind es vielleicht mal irgendwie, wie gesagt, so Ausnahmen wie Tetris-Effekt. Aber sonst, das sind kleine schnuckelige Spiele und das soll auch nicht viel mehr sein. Wer hier jetzt also zuguckt und irgendwie riesen Titel mit Vollpreispotenzial erwartet, der ist mit falschen Erwartungen hier. Penny's Big Breakaway war auch auf meiner Liste, aber ich hätte es gern physisch, wenn dann. Und die haben das nicht physisch, sonst hätte ich es mir auch schon mal auf Steam geholt. Ich meine, ich würde es wahrscheinlich eh lieber am PC spielen, aber ich hätte es gern zumindest erstmal physisch. Okay, Mario Party 9 Musik beginnt, das ist mein Zeichen, das hier auszumachen. Bob, Peggy 18. Wir gehen in Fullscreen. Und ihr werdet mich hier tausendmal mit der Musik rumtinkern sehen. Die Animation ist aber auch neu, oder? Hello everyone and welcome to Indie World. Willkommen. I'm Amber and I'm Tyler. We're back with more indie games. Ich dachte, die heißen Nenner und Tyler. All right, let's get.
What was that? Oh, a little to the left? For our first segment. Uh-huh. Die haben übel Bock, die haben beide übel Bock. Let's get going. Hey Micah, you ready to get started? Yep. Pip's here. Hello. Hello. Pip, you have a filter on. What? Oh. I don't think anybody's Kommt jetzt VR-Chat auf die Switch? Hi, I'm Matt, director and lead developer on Little Kitty Big City. Ach, das haben wir doch schon mal gesehen, oder? And I'm Pip, the narrative designer. Little Kitty Big City is a game about exploring a weird and wonderful neighborhood as a little cat. Das ist deutsches Stray jetzt. When I was teaching my kids how to code. And it's grown a lot since then. But the core is still the same. It's a game about being same. A little cat. A little cat aus. In a world filled with exciting distractions. Made by people who love distractions and cats. We hope das you love Kitty as much as we do. I think we nailed it. Yeah, and I think I've worked out the filter thing. Look. Boop, boop. Not again. You're so, a curious gameplay. Little kitty in a big city. You were taking das a nap in English your besser. Favorite spot, but you fell and now you're lost. Talk Nein. About a near catastrophe. In this adorable adventure, you'll navigate a vibrant city to find your way home. Es ist wirklich deutsches Stray einfach. Like, check your to-do list. Some of the city's animals have found themselves in hairy situations, and you can this lend is a helping wirklich, hand. This is absolute Stray. Maybe one of them wants something shiny. Another might be stuck in a pipe. There are also cat achievements to complete. Cat Get achievements. Petted by humans, das funktioniert auf Deutsch knock nicht. Things over, you know, normal cat stuff. Oh, we didn't mention kitty customization. Collect what? And wear over 40 pretty nifty hats, like oh a God, ladybug, Nintendo Switch a shark, Sports. And even a bunny. You can also perform emotes whenever you want. Oh, that's a big stretch. It's Hat a das great ein Gameplay way to look nutzen, oder ist das einfach nur drin, um stirring zu up sein. Some mischief. Get ready to dig your claws in. When Little Kitty Big City pounces onto Nintendo Switch, dann muss das doch schon vorbestellbar sein, oder? Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Aber ich kann auch nicht nachgucken, wie teuer es ist. Wenn das so ein Zehner ist, nehme ich es vielleicht mit. Ich würde es eben mir mal angucken, aber ich kann mir jetzt nichts zu Großes kaufen, ne? Das ist Mighty Number 10. Something's changed. There's something powerful. Ach, guck mal, da ist... Nee, das sind die Developers of... Das ist nicht Shantae selber, oder? Nee, das ist nicht Shantae. Kotek needs to be stopped. And I'm the one who can do it. Die Animation sah sehr gut aus. Was? Yas Rising? Hey, wie spricht man das aus? Here, AKA okay, Yas Rising. If you want to use my handle, which you totally should... Join me on a high-stakes sci-fi action-adventure in Yars Rising. Das gibt mir gerade richtig Metroid Dread Feelings. Aber so richtig. But started as your typical hacker-for-hire gig, spirals into a weird intergalactic conspiracy involving mega-conglomerate. Aber es sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass das eine Mighty Number 9 Situation wird. And blast my way into unlocking the mysteries of this corporate empire in Yars Rising. Launching on the Nintendo Switch system later this year. Was ist wirklich? Sogar die Emmys da werden quasi repräsentiert? Könnte ein Quality Metroidvania werden. A journey of self-discovery awaits in this exploration. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, das ist ein Undertale-Spin-off. Take on the role of an android, the creation of a doctor who has since passed away. Ich mag die Gameboy-Style-Grafiken, so Gameboy-Color-mäßig. Gibt's wenig Spiele in dem Stil. You make during your journey, das sieht wirklich aus, als hättest du so ein Gameboy-Color-Spiel. Als hättest du ein altes Gameboy-Spiel in den Gameboy Color gesteckt. Und die schmuggeln so ein bisschen eine Farbpalette rein, statt dass es nur grün ist. And gradually piece together the future the doctor envisioned for you. At the end of your journey, your personality type will be revealed. With 23 personality types to discover, you can make different choices in each playthrough and see where they lead you. Die armen 100% Spieler. Will you end up as a proactive leader? What about a wise sage? Or even a strong-willed samurai. And if you're curious about the personality types of other players, you can share your results with each other and compare your choices. Das klingt wie ein geiles Game. Es ist wahrscheinlich nicht meine Art von Spiel. Find out who you are in Refined Self,
The Personality Test Game. Aber es wäre so ein Spiel, das machst du so an, bevor du dich schlafen legst, so um runterzukommen. Hi everyone, we're Spell Garden Games, the developers of Sticky Business. We drew our inspirations from the small businesses and creators we saw popping up on social media. It's Was been so Titel, inspiring ja. to see all those fantastic artists create cute stickers, assemble beautiful packages and learn about their customers' wholesome stories. So, we wanted to make a game where you can experience exactly that for yourself. It was supposed to be just a short project, just a few weeks, but then so many people liked the concept that we kept working on it. We're excited Hieß for you to wirklich play Lani on Nintendo Switch. Nein, das ist der Hund, oder? I'm glad we're sticking around for the cozy sim, Sticky Business. You've got a sticker Ach, das jetzt, shop das to ist run, jetzt quasi ein Art so let program. Your imagination run wild as you create stickers and ship them off to customers. Wahrscheinlich, ne? Das hat jetzt nicht groß Gameplay-Tiefe, sag ich There mal. Are over 400 elements ja, der Hund ist wirklich offiziell im Team. Stickers. And you can get upgrades for even more options. Wow, Boba, ice cream, books, pizza... Pizza? And raccoons? Oh, there's Lecker? Plenty more! Pizza, pizza? And you can add effects like glitter and sparkles. So combine whatever Challenge wäre eigentlich ein YouTube-Video nur mit dieser Switch-Applikation no zu machen. Ich bin mir sehr sicher, es würde funktionieren. Also falls irgendjemand einen individuellen Style für seine Videos haben will, einfach die Videos darin machen. To a dad who wants to cheer up his grieving child, each customer has a heartfelt story to share. Plus, the Plan With Me paid DLC adds 10 more customer stories and over yes! 100 sticker elements. Okay, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Washi tape aber and frames. Get ready to build the cutest shop ever. Sind Ziffern hinter einem DLC gelockt? In Sticky Business. Both the game and DLC Warum ist das Logo in so einer niedrigen Auflösung? Das ist Pixel-Art. Das kann sehr einfach hochskaliert werden. Warum sieht es verwaschen aus? Wer bei Nintendo hat das falsch in den Trailer eingebunden? If you're looking for explosive, calming, or mysterious journeys, we've got you covered with this trio of upcoming indie games. Check them out! What is this? Warum ist Fuzzy so sauer? Ach, das Anton Blast! Das habe ich sogar gesehen letztens. Das ist so ein Wario Land-like. Ja, ich kann doch was sagen. Nein, es buffert. Oh nein, Hilfe! Spiel ruiniert. Es hat in der Indie-World gebuffert. Die geht 20 Minuten. Also bis 20 nach. Mondokan. Smash up levels like concrete ich bin leider nicht der riesigste Wario Land Mensch. Aber ich glaube, gerade Fans von Wario Land 4 müssten hier auf ihre Kosten kommen, oder? 1 bis 3 jetzt nicht so krass und Shake Dimension hat ja einen ganz anderen Style, aber. Boah, das Spiel tut der Live-Bitrate aber wirklich nicht gut, ne? Mit den ganzen grafischen Effekten, das wird auf eurer Switch deutlich besser aussehen. Als hier im Video. Der absolute Bitrate-Killer. Alter, ne. A riveting first-person adventure awaits in Valley Peaks. As the new technician assigned to the peaks, you'll climb, glide, and even use your tongue das to scale the mountains. Das ist ein sehr interessanter und vielleicht verwirrender Artstyle. Can happily reconnect with the world. But with boulders, spikes, and other hazards in your way, the trek to the summits won't be easy. If you need a hiking hiatus, there's still plenty to do. Ich mag aber diesen mit den diagonalen Linien. Chat with the froggy folks and take on small side quests. Fill out stamp cards for equipment unlocks to help make Sieht leider auch wieder in der YouTube-Version extrem schwammig aus, aber so wird es ja nicht im Spiel sein. Plan your trip to Valley Peaks when it leaps onto Nintendo Switch this year. Oha, sogar Deutsch. Leider kenne ich keins der drei Spiele, die da standen. Ist das ein schon etabliertes Franchise? Das ist komplett lokalisiert, das finde ich gerade krass. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was auf Englisch gelassen wurde.
versuche gerade zu verstehen, was das Gameplay sein könnte. Und ich hoffe, sie erklären das noch. Nicht wirklich, aber es war hier dieselben Publisher, glaube ich, wie Stray. 6 years or so ago, I started working on the game in my spare time, and since then it blossomed with the help of an amazing collective of friends, all bringing their piece of magic. It all started with the idea of using watercolor art style to evoke peaceful and zen vibes. I wanted it to be a meditative experience. Also, das sah wirklich interessant aus, aber ich bin noch nicht ganz hooked, was da genau zu tun ist. Player in a state of flow. Mein Monitor. I really hope you enjoy the world that we are nice. Creating here, and I cannot wait to show it to you. Thank you so much. Ich versuche gerade einzuordnen, ob ich das schon mal gesehen habe. Was kommt mir übel bekannt vor, aber gleichzeitig auch nicht. Life to Europa. If you ask me, all we did was unlock the life that was sleeping within. Warum ist die Stimme so leise gemastert? It's unbelievable, but it's not finished. Es sieht aber übel Quality aus. Also ich meine, 6 Jahre, so viel Zeit, aber trotzdem. Das sieht übel gut aus. Für Indie, ne? Das. That is why I'm sending. Ja, für die Leute, die das Spiel vielleicht schon mal gesehen haben, falls es jetzt nicht hier debütiert sein sollte, er hat ja so eine Kameralinse als sein rechtes Auge gehabt. Weiß man schon was? Oder ist das hier komplett frisch? If anyone can decide about tomorrow, it's you. Whatever you. Weil das sieht massiv cool aus. Ich guck gleich, wenn wir den Spieletitel sehen, mal gucke ich nach, ob wir da schon. Demo im Laufe des Tages verfügbar. Helder Pinto Europa. Order up some pizza, because the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ha! Kein Pizza Tower! Nee, das Spiel heißt Europa. Helder Pinto sind die Entwickler. Leonardo, Raphael, Donatello, ja, gut. And Michelangelo must travel. Da werde ich jetzt ganz ehrlich sein, Teenage Mutant Ninja Turtles geht komplett an mir vorbei. With each run, you'll fend off aber komplett. The totally bogus Foot Clan, while nie geguckt, nie Hörbücher davon gehört, nie irgendwas. No runs are the same. Your und es sieht jetzt auch nicht unbedingt special aus. Sieht aus wie so ein typisches Spiel in dem Stil. Awesome. For example, Donnie's attacks have more range, but Raph has a higher chance of dealing critical damage. After clearing each room, das ist für mich halt fast schon tatsächlich, das ist so ähnlich wie don't get too attached though, because nee, mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber das ist halt sowas, da wäre es für mich fast schon zugänglicher, wenn es nicht auf Teenage Mutant Ninja Turtles Ursprungsmaterial basieren würde. Weil an mir halt all die Referenzen vorbeigehen würden. Wenn das jetzt eine originale IP wäre mit dem Gameplay, würde ich sagen, enjoy exploring iconic Browser-Game würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist sehr mobilisiert. Mit den ganzen Zahlen, die so darüber kommen und der Kamerasperspektive und dem Kreis unter dem Charakter. Das sieht aus, als könnte man es auch easy mit Touch steuern. Wodurch es auf die Switch passen würde, aber halt, naja. Launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch this July. Pizza's here! Die hassen euch, ne, ihr Pizza Tower Fans. Oh? Cat Quest. Es gab schon 2 Cat Quests? Wann? Außerdem, die Stadt hieß Mauritius. Das ist knuffig. Warum ist Ninja Turtles in der Indie Direct? Weil die ihre Sachen immer an Indie-Entwickler auslagern. Bei Nickelodeon in letzter Zeit. All-Star Brawl ist ja auch technically. Ich weiß nicht, ob das wirklich Indie ist, aber es sind auch. Es war auf jeden Fall mal ein Indie-Entwickler im ersten Teil, glaube ich. Katzen sind drin, also schon vorbestellt. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so mit dem Piraten-Setting anfreunden möchte, aber. The Straits.
Oh Gott. Spiel mit deinem Kumpel im lokalen Koop-Modus. Yay! Und lass ihn nichts einsammeln in diesem Korridor. Also das sieht auch gut aus, aber es tickelt mich jetzt nicht. Aber es sieht sehr gut aus. Habe ich viel verpasst? Du hast gute Spiele verpasst. Unironisch. Es ist eine sehr gute Indie-World. Huch! Das war bei mir, hoffe ich. Was haben die nochmal gemacht? Der Name kommt mir sofort bekannt vor. Okay, Stitch sagt mir nichts. It is such a blast for us to merge our shared passion for art and craft into our game. As we design, ist das das Lego NES da im Hintergrund oder der Lego Fernseher oder ist das ein anderes? Also hier. So many more to come after the game has launched. Our patterns are a fusion of personal experience and the community's idea. The penguin mascot is a gamified avatar of our producer Tanin. Das ist das Lego-Teil, nice. Some content category, like mystical creature, for example, originated from our players. Warum haben die Bücher hier geblurrt? Darf ich fragen? So, alles andere ist unblurred. Ich glaube, das NES ist ein echtes. Here's the nitty-gritty on this cozy game. You'll complete puzzles called hoops to bring stunning embroidery patterns to life. Stitch together groups of cells according to the numbers on the grid while avoiding any overlaps. Ich kenne jemanden, der das sehr gut finden würde, aber ich glaube, ich würde passen. From roller skates and teddy bears. Das ist für mich halt immer ein bisschen schwierig, mich zu begeistern für die Titel, die sehr gemacht sind für den Handheld auf der Couch chillen Switch Teil, weil der geht halt so ganz an mir vorbei. Wobei ich zugeben muss, es hat mich wieder in den Fingern gekitzelt, mich mal wieder auf mein Bett zu chillen und Mario Maker Level zu bauen, so wie ich das vor 4 Jahren gemacht habe, als mein PC kaputt gegangen ist und ich nichts anderes machen konnte. Es werden Bücherregale geblurrt wegen Copyright, ach krass. Das ist krass, okay, das wusste ich nicht. If a hoop seems too tough, don't worry, a handy hint feature can be used at any time. Okay, also ich gehe mal davon aus, die Zahlen sind immer so viele, wie da drin sein sollen und dann musst du die Muster so ein bisschen aus. Ja, ich glaube, ich habe das Spielprinzip verstanden. Ja. Hier sind 6 Kästen, hier 10. Warum erkläre ich euch das? Ihr habt es bestimmt auch schon verstanden. Each one is inspired by real life events. Bin so ein 3DS-Modus. Alter, ich freue mich so auf meine Capture Card, wenn ich die dieses Jahr irgendwann hole. Once a weekly hoop is unlocked, dann wird aber komplett 3DSisiert. Like. Ich muss so viel nachholen von dem Ding. Launches as a console exclusive on Nintendo LOL. Switch. Wusste man schon, dass das heute launcht oder ist das jetzt Shadow Drop Surprise? Before we go, let's take a quick look at a few more indie games heading to Nintendo Switch. Gab schon überraschende Highlights? Ja, tatsächlich. Das jetzt ist, ja, aber es sieht auch Quality aus. Shim von Extra Nice, weil Nice schon vergeben war. Wobei mir das gerade ein bisschen, ach, man muss durch die Schatten immer, das ist ein cooles Prinzip. Animal Well, ja. Der Filter macht es mir ein bisschen schwierig zuzugucken. Und Sachen zu erkennen. Ja, ist das ganze Branding, ne? Ich habe schon gedacht, das Intro sei nur neu, aber... Ja, hier muss ich mich dann outen als nicht der übliche Indie-Worlds-Zuschauer. Ach, guck mal. Das haben wir doch schon ein paar Mal gesehen. Das kommt in 8 Tagen und Vorbestellungen sind erst ab heute möglich, what? Okay, entweder kommt noch eine, ja. Announcement before we run out of steam. Das muss eine Referenz sein. Das ist nicht Silksong. Ah ja, SteamWorld. Was? SteamWorld heißt 2?
Das gab's doch noch gar nicht, oder? Davon wusste man noch nichts. Oder? Now, nee, ich sehe nur Gerüchte, wenn ich nach dem Spiel suche. And discover why this once essential resource has become a nautical nightmare. Guide your ragtag crew of teambots in tactical turn-based shootouts in a brand new adventure. Ich weiß, dass SteamWorld ein großes Ding in der 3DS und Wii U Ära war. This time around, you can explore the world map and nur Schrott, ja, kein Mario, ne? Alles Müll. Equip your submarine with a variety of weapons and items. Then line up your shot to blast bad. Ab heute erhältlich, das wäre heftig. Es gibt ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeschlagen, es gibt wohl Gerüchte, dass bis 2026 jährlich Kram kommen soll. Welche Handyspiele von 2014 hast du gespielt? Ach Leute. In-depth character customization along with over 150 weapons. Utility items, ich weine, ja. Equipment pieces, you can strategically craft your crew to fit the mission at hand. Your Steambot's job and abilities depend on their quick weapons and levels. Each different crewmate also has unique abilities that can be unlocked. Of course, das, obwohl ich ja nicht der riesen Indie-Mensch bin, ne? So many hats. Also ich sag, das kommt irgendwie so Sommer oder Herbst. SteamWorld Heist 2 ricochets onto Nintendo Switch August 8. Ja, das ist cool, das mal sehen, das sieht interessant aus. Das sah sehr gut aus, das sieht gut aus, aber nicht für mich. Das sieht sehr cozy aus, aber auch nicht für mich. Until next time, happy gaming! Happy gaming! Na, zum Glück kriegen wir so gute First-Party-Titel wie Luigi's Mansion 2 HD. Nein, ich joke. Okay, pass mal auf. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier refreshe, erstmal, bam, ich will gar nicht wissen, was das für eine Bewertung hat. Wenn ich jetzt refreshiere, haben die schon Zeitstempel drin? Nee, noch ist der laufende Stream. Aber vielleicht hat die amerikanische schon Zeitstempel. Komm mal perfekt zum Ende rein, keine Sorge, wir gehen noch mal ein bisschen durch. Falls die Zeitstempel haben? Nee, haben sie nicht. Dann muss ich mich selber durchkämpfen. Okay. Ja, Bloodgod, ich glaube, dich brauche ich hier nicht in meinem Chat. Muss dir wen anders suchen zum Nerven. Warte mal, das war Little Kitty Big City. Kommt auch schon nächsten Monat, ne? Das ist krass. Hier, das sah gut aus. Der Super Frame. Auch. Die Bitrate, Alter. Die Bitrate! Ja, das sah stylisch aus, aber ich glaube, das ist wirklich mehr was für Leute, die viel, viel Metroid spielen. Also weiß ich nicht, ob ich gehookt sein werde, aber wenn das ein Demo hat, gucke ich auf jeden Fall mal. So, das sah sehr gemütlich aus, aber vielleicht ein bisschen zu storymäßig für mich. Da haben wir den Sticker Maker. Stick. Hier ist das Wario Land-like. Das habe ich halt letztens erst aufgeschnappt, irgendwie vor 2 Tagen oder sowas. Also witziger Zufall, sonst hätte ich auch nicht erkannt, dass das ist. Anton Blast. Was war das? Ah ja, das war das mit den diagonalen Linien. Hier wünschte ich mir halt, weil das sieht ultra sick aus. Aber ich wünschte, sie hätten ein bisschen besser erklärt, wie das Spiel sich spielt. Weil bisher, es erinnert mich so ein bisschen an die ganz alten, okay, ist jetzt vielleicht ein Stretch, aber so die allerersten Resident Evils, die waren ja auch mit diesen wechselnden Kameraperspektiven und du bist dann so durch Korridore gelaufen. Nur, dass es halt nicht Resident Evil ist, sondern ein eigenes Ding so. Aber trotzdem halt mit dem ganzen Mystery und Rätseln und sowas. Aber ich wünschte, ich wüsste jetzt mehr, wie sich das spielt. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen das Mystery sein, aber ich habe halt so viele kleine Minigames hier und da gesehen mit so Rätseln, aber das ganze Ambiente sieht halt interessant aus. Das hier ist wahrscheinlich mein Highlight aus der Präsentation. Europa heißt das, glaube ich, ne? Einfach nur, ja. Demo im Laufe des Tages verfügbar. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Weil das sieht richtig High Quality aus, das hat richtig schönes Ambiente. Das ist das absolute Highlight. Whatever you turn out to be,
Weil einfach jeder Shot sieht einfach gut aus. So, es ist nicht irgendwie... Klar, du siehst natürlich, es ist Indie und sowas. Es hat jetzt nicht Ultra-AAA-Produktion, aber es kommt verdammt nah ran. So, es ist vielleicht ein bisschen so Ni No Kuni-Vibe, so vom Artstyle und der Farbpalette. Aber ich habe Ni No Kuni nie gespielt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Parallelen gibt. Aber so die Farben und wie die ganzen Sachen aussehen... Gibt's mir ein bisschen den Vibe? Order up some pizza. Ah ja, das war Teenage Mutant, das geht leider an mir vorbei. Hier Cat Quest 3. Werde ich im Auge behalten, wann immer mir die Chance gegeben wird, aber... Ja, es gibt bedeutend schlechter aussehendes Mitspiel. Das ist true. Das ist sehr, sehr true. Ah, hier ist, genau, das ist Stitch. Ganz cozy, aber ja... Fällt ein bisschen zurück. Hier würde ich gerne nochmal. Hier gab es das eine Spiel mit den Schatten. Shim. Das sieht so ein bisschen aus wie so Parkour, aber du darfst halt nicht ins Licht fallen quasi. Ich glaube, das hat halt das Potenzial, irgendwie 1000 gute Levels zu haben. Spezi propagiert für die... Das fand ich ein bisschen halt obnoxious. Mit dem, der Filter ist sehr heftig. Vielleicht kann man den ausmachen, vielleicht ist das nur jetzt ein ungünstiger Teil des Spiels, den sie präsentieren. Aber zum Beispiel eine Stelle hier beispielsweise, nee, der nächste Shot ist das. Hier. Bis er hier stand, dachte ich, er macht Doppelsprünge. Ich habe das nicht als Plattform wahrgenommen. Das ist sehr, man muss sehr genau hinschauen. So, ich mag den Artstyle mit diesen extremen Kanten und all sowas. Also das sieht an sich sick aus. Aber das ist sehr stark stilisiert. Sehr, sehr stark stilisiert. Besseres Piratenspiel als ein gewisses Quadruple-A-Spiel. Was? Ja, das hat man davon, wenn man nicht von Ubisoft entwickelt wird. Man wird tatsächlich gut. So, das habe ich, glaube ich, gar nicht verstanden. Das haben sie aber auch nur mit gefühlt 3 Shots gezeigt, ne? Ja, du sollst wahrscheinlich... Ist halt detektivisch, ne? So, das soll ein Souls-like sein, höre ich immer wieder. Aber jedes Gameplay, das ich sehe, spricht für mich komplett gegen ein Souls-like. Außer vielleicht die Boss-Szene da gerade. So, und dann lasse ich nochmal SteamWorld Heist durchlaufen. Ja, Pizza Tower und Hollow Knight Silksong, aber ich glaube mittlerweile auch, das ist fast schon Copium. Also bei Pizza Tower glaube ich nicht, dass wenn es jetzt noch nicht auf Switch ist, dass es dann überhaupt noch auf Switch kommt, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich jetzt pessimistisch sein will, aber... Das ist doch schon draußen, oder? Ich verwechsel es doch gerade nicht. Wenn ich jetzt Pizza Tower suche... Das müsste schon raus sein, ja. Ich glaube nicht, dass das dann jetzt noch auf Switch käme. Und bei Silksong... Gut, es gab jetzt letztens hier das Rating, ne? Das Spiel wird, glaube ich, bewertet. Aber alter Finne, langsam wird es knapp für die Switch 1. Es kommt safe noch für die Switch 1, aber... Vielleicht... Ich kann mir bei Silksong mittlerweile ganz gut vorstellen, sie sind vielleicht schon durch. Ich meine, es gibt Ratings und all den ganzen Bums und langsam werden ein paar Store-Seiten auch aktualisiert, all sowas. Aber vielleicht warten sie jetzt, bis sie ein Launch-Titel von der Switch 2 sein können, weil es gab auch für 3DS und Wii U, ich erinnere mich vor allem an, war das Shrine 2? Hieß das einfach nur so? Das war so ein sehr High-Quality-Indie-Titel am Anfang der Wii U und das wäre völlig untergegangen sonst. Ist das Shrine 2 gewesen? Ich glaube, ne? Hallöchen an alle übrigens. Live reacten nicht mehr, wir gehen nur noch die Inhalte durch. So, das ist für einige wahrscheinlich absolutes Highlight. So, und dann ist hier halt ganz viel beendet, 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 beendet. Hier wird schon nicht mal mehr ein Bild generiert, weil es so sehr beendet ist. Ja, auf jeden Fall hier Europa. Demo im Laufe des Tages erhältlich, das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. Warte, was haben wir hier denn alles? Hier ist Editor, hallo, ich bin Editor. Also wir haben, wo ich auf jeden Fall reinschauen will, Europa.
Dann haben wir, wie hieß das andere? Das hier, Little Kitty Big City hieß das, glaube ich. Geht nicht so leicht über die Zunge. Ich mache euch mal wieder Musik an. Oder haben wir mittlerweile Zeitstempel? Nee, wir haben eine Wort, aber wir haben keine Zeitstempel. Das ist schade. Haben wir hier schon eigene Videos? Nee, auch noch nicht. Ja, denn. Was hatten wir denn noch? Das Schattenspiel hieß, glaube ich, Shim. Mit kleinem I. Ba. 9,2 von 10. Ja, sie haben eine sehr gute Quote an sehr hochwertigen Spielen diesmal drin gehabt. Also nicht, dass Indies generell nicht hochwertig sein könnten, aber halt, es fühlte sich sehr wenig nach Filler an und immer wenn sie so Developer vor die Kamera geholt haben, wirkte es persönlich und nicht einfach irgendwie aufgezwungen, so nach dem Motto, das ist bei Indie World so, also machen wir das auch. Es hat ein sehr gutes Pacing gehabt. Hier das, wie hieß das nochmal? Lorelei and the Laser Eyes. Ich schreib's mir mal auf, aber wahrscheinlich eher, um es aus der Distanz zu beobachten, solange nicht viel mehr bekannt ist. Anton Blast, sehr nice. Ba. Indie Worlds haben oft nichts für mich. Ja, das ist okay. So, das war Europa, das schaue ich definitiv an. Cat Quest 3, ich schreibe es mir mal nicht auf meine tiefere Liste, einfach weil, So, Shim war das Schattenspiel. Und hier ist nur noch SteamWorld heißt. Ja, guck mal, dann habe ich auch 4 Spiele. Und wenn man noch ein bisschen weiter... Weißt du, wann Shim auf Switch kommt? Ich glaube, es stand da. Ich müsste aber nachgucken, schnell. 18. Juli. Boah, es wird geil, wenn du so im Hochsommer, 38 Grad, im Schatten, und du spielst das Spiel, wo die Sonne so richtig brutal auf alles runterzimmert und harte Schatten wirft. Da wirst du dich richtig willkommen fühlen. Und hier Yars. Oh, ich weiß nur, dass der Charakter Yar hieß, aber ich weiß nicht den vollen Titel vom Spiel. Yars Rising. Will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn es nicht zu Metroidvania-artig ist, könnte ich damit halt eine richtig gute Zeit haben. Meine Freunde mögen keine Indie-Directs, also schaue ich die immer mit meinen 6 Kanälen nach. Ey, du kannst sie auch einfach liken. Ja, mir fällt diesmal leider kein lustiger Kommentar ein, um irgendwie von Gaming-Journalisten in ihren Artikel geschrieben zu werden. Sonst hätte ich das jetzt gemacht. Aber diesmal habe ich keinen fimschigen Kommentar auf der Zunge, der nicht irgendwie ausgelutscht ist, weil ich könnte natürlich jetzt sowas drunter schreiben wie ihr hattet doch einen Pizzaturm, wenn sich die Teenage Mutant Ninja Turtles auftürmen. Das ist halt, ja. Der Witz ist halt in 5 Sekunden überlegt, den muss ich da jetzt nicht hinschreiben. Nee, mein Highlight ist Europa und die anderen 3, die anderen 4 Titel, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, überprüfe ich jeweils immer die Demo. Die Direct hat Timestamps. Ah ja. Warum haben sie das mit einem Stundentag gemacht, hä? Das gab's ja noch nie. Ja, aber bisher haben sie, glaube ich, nur die Englischen rüber geschlabbelt. Wir sind hier live dabei, ne? World Record Progression of Nintendo Indie World, 14. April, Timestamps. Ja. Valley Peaks war was nochmal? Das ist leider auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich habe immer ein bisschen zu kämpfen mit so tiefen Wahrnehmungen. Und hier haben halt die Sachen im Vordergrund primär keine Konturen und die Sachen im Hintergrund primär irgendwie schon. Oder halt das hauptsächliche Weltgelände. Ich glaube, ich würde mich hier sehr viel verlieren, wenn ich nicht genau aufpasse. Ein letztes Fazit. Da bin ich interessiert. Da bin ich wahrscheinlich interessiert. Das sieht cute aus, aber nicht ganz meins. Das sieht interessant aus, aber ich glaube nicht super heftig. Das ist vielleicht der...
Ich tue mich schwer zu sagen, das ist vielleicht der schwächste Titel, aber es hat halt kein Gameplay, so. Also es ist halt eher so ein Art-Tool. Stitch ist zwar auch so ein bisschen sehr, sehr cozy und simpel, aber das hat halt Gameplay, so. Das ist so ein bisschen Rätsel, das hat sowas von Sudoku, Kreuzworträtsel, Picto, nee, nicht Picto, wie heißt denn das? Picross, so Sachen. Parodia den Timestamp-Kommentar von einer der letzten Präsentationen. Bin ich gerade doof? Welchen Timestamp-Kommentar? Ich weiß selber nicht mehr, was ich kommentiere. Anton Blast, sehr, sehr geil für Wario-Land-Fans. Für mich vielleicht nicht unbedingt. Genau, Valley Peaks, ja. Da müssen sie mir mehr zeigen. Sonst könnte das vielleicht zu langatmig sein. Europa, übel krass. Cat Quest 3, auch cool, aber nicht ganz so heavy am Hitten gewesen. Ich meine, SteamWorld heißt 2. Ich weiß gar nicht, wann kam das letzte SteamWorld-Spiel raus? 2016? Schauen wir auf Wikipedia. Ah ne, es gab voll viel. What? Ist ja alles an mir vorbeigegangen. Also SteamWorld heißt, kam 2015 für den 3DS. Dann im Launch-Jahr der Switch auf die Switch. Und 2016 für alle möglichen Plattformen. PS4, PS Vita, iOS, all sowas. Ach, den meinst du, ja. Aber diesmal musste ich ja durchgucken, bevor die kamen, ne? SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh und SteamWorld Build gab's letztes Jahr sogar. Lol. Das ist alles absolut an mir vorbeigegangen. Ich habe das letzte, wovon ich mitbekommen habe, war SteamWorld Dig 2. Und auch da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen, ohne nachzugucken. Crazy. Ich verbinde das halt wirklich so krass mit 3DS und Wii U, das Franchise. Ja, wunderbar. Okay, ich glaube, ich werde euch hier dann einfach mal entlassen. Und wir hören uns morgen. Ursprünglich hätten wir uns heute gehört, aber wir hören uns dann doch nur morgen bei Pokémon Snap, also New Pokémon Snap. Und am Sonntag gibt's das OOT-Finale, wenn alles klappt. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Beiwohnen. Wir hören uns demnächst und bis bald. Ich habe eine lustige Idee, passt mal auf. Es kam hier ja länger kein Video, was nicht daran liegt, dass ich keins gemacht habe, sondern daran, dass ich mich ja auf ein anderes spezifisches Video konzentriert habe. Aber ich habe ein fertiges Video, also für alle, die hier sind. Hier ist ein fertiges Video, 9 Minuten 21, hat nur noch kein Thumbnail. Als Belohnung, dass ihr hier bis zum Ende da gewesen seid. So, bis bald. Tschüss.